Ja, dann begrüße ich auch die neu hinzugekommenen zur letzten Vortrag in dieser Session. Johannes Westkamp wird sprechen über Kartengestalten in GeoServer, SLD, CSS und Mapbox Styles. Ja, dann herzlich willkommen. Mein Name ist, wie gesagt, Johannes Westkamp. Ich erzähle Ihnen jetzt was über Stylen im GeoServer, welche Möglichkeiten es gibt und was sich da in der letzten Zeit auch getan hat. Und zeigt das nachher auch an praktischen Beispielen, wie man damit umgehen kann und was am Ende dabei rauskommt. Es gibt eine kurze Übersicht, worum es gehen soll. Es geht insgesamt eben über das Styling im GeoServer. Ich werde Beispiele geben und mit dem Fazit abschließen. Ja, das bin ich. Ich arbeite bei der Firma Terrestris. Die brauche ich nicht weiter jetzt vorstellen. Das hatten wir gerade schon. Ich bin da seit 7 Jahren als Softwareentwickler tätig und setze mich unter anderem auch mit OGC-konformen Diensten auseinander. Und vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit, dann kann ich Ihnen noch ein paar Live-Beispiele zeigen, was wir so gemacht haben in der letzten Zeit. Der Vortrag ist entstanden zusammen mit meiner Kollegin, der Anna Rieger. Die kann heute leider nicht hier sein. Aber da sie mitgewirkt hat, ist es auf jeden Fall erwähnenswert, dass sie eben auch dabei ist. Genau, Firma Terrestris, wurde schon alles gesagt. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn Sie im Nachgang nochmal was nachlesen wollen zu dem, was ich erzähle, können Sie bei GitHub, ist auch auf der letzten Folie nochmal, hat der Till auch gerade schon erzählt, github.com/terrestris liegen alle Folien von sämtlichen Vorträgen, die wir gehalten haben, da können Sie sich das alles nochmal in Ruhe angucken und auch die ganzen Links, die hier eingebaut sind, dann auch nochmal in Ruhe anklicken und das alles selber nochmal durchspielen. Ja, wenn Sie Teil des Teams werden wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, bei uns am Stand da einfach mal vorbeizukommen, da lässt sich drüber reden. Ja, starten tun wir folgendermaßen, also für dieses Beispiel, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, hat mein Kollege einen Docker-Container zusammengebaut, der, das Nötigste schon mitbringt. Also wir werden uns jetzt ja gleich mit dem GeoServer auseinandersetzen und mit verschiedenen Styling-Sprachen. Dazu gehört eben zum Beispiel die CSS-Erweiterung oder eben auch MB-Styles. Das sind Plugins, die man im GeoServer benötigt. Also der spricht die Sprache nicht von Haus aus. Die Plugins muss man nachinstallieren. Das ist allerdings einfach möglich über die Homepage vom GeoServer, findet man auch Zugang zu den ganzen Plugins und da kann man die runterladen. Muss die dann an die entsprechenden Stellen kopieren und so weiter und so fort. Wenn Sie das einfacher haben wollen, können Sie auch einfach auf einer Kommandozeile diese Befehle ausführen. Das lädt dann einen vorkonfigurierten Docker-Container von uns eben runter. Da ist der GeoServer mit den ganzen Extensions schon drin, sodass man da, wenn man damit rumspielen will, da einfach sehr flott dann starten kann und dann da direkt ausprobieren kann. Und dann liegen auch die Stile drin, die wir gleich sehen werden. Und wie gesagt, wenn Sie das nochmal in Ruhe nachgucken wollen, die Folien sind und bleiben online auf GitHub. Genau. Wenn Sie diesen Docker starten, haben Sie den dann auf Ihrem lokalen Rechner eben am Laufen, den GeoServer, und können dann da direkt starten. So, Karten stylen, aber wie? Im GeoServer ist eigentlich schon lange Zeit das SLD-Format etabliert. Das ist, denke ich, eigentlich jedem bekannt, der den GeoServer schon mal genutzt hat. Es gibt aber noch weitere, unter anderem gehört dazu das YSLD. Das ist eine YAML-basierte Vereinfachung von SLD, die das Ganze ein bisschen aufgeräumter und übersichtlicher macht. Es gibt auch eine CSS-artige Styling-Syntax. Das ist vor allem für Leute, die schon mal CSS geschrieben haben oder gesehen haben und das gut und übersichtlich finden, ist das vielleicht ganz angenehm. Und es gibt auch die MB-Styles, die Mapbox-Styles. Also die Syntax, wie das geschrieben wird, die ist sehr unterschiedlich, aber alle haben am letzten Endes gemein, dass sie zum selben Ergebnis in der Regel führen. Hier mal ein kurzes Beispiel für ein SLD, das ist eben XML-basiert. Sprich, wir haben immer aufgehende und zugehende Text und es ist dann recht voluminös und sieht auch ein bisschen kryptisch aus und ist auch, wenn man es von Hand schreibt, auch ein bisschen fehleranfällig, wenn man es von Hand, Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel für
für einen Fill. Es ist ein Polygon Symbolizer, also es ist eine Flächenfüllung, die wir hier sehen. Die sieht eben so einfach in SLD aus. Und das ist die Technik, die im GeoServer im Hintergrund eigentlich permanent arbeitet. Also damit ist der GeoServer, sag ich mal, groß geworden mit dem Styled Layer Descriptor zum Stylen. Und alle Erweiterungen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, die werden intern im GeoServer auch wieder zurückkonvertiert in SLD, weil darauf eben alles aufbaut. Aber das nur als technischer Hintergrund. YSLD hatte ich gerade auch erwähnt, ist eine vereinfachte Darstellung. Wir sehen jetzt links ein Beispiel dafür. Man kann schon sehen, die ganzen Tags sind weg und es ist viel kompakter, viel kleiner. Was eben wichtig ist, weil es YAML-basiert ist, dass es ein strukturiertes Format ist. Das heißt, die Einrückung ist sehr wichtig und wenn man sich daran nicht hält, ist das Dokument invalide. Sorgt aber dafür, dass man sehr aufgeräumte Styles schreibt. Also man wird gezwungen, Struktur einzuhalten. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Das Wichtige ist immer, dass man auch einen Editor hat, der einen dabei unterstützt, dass man eben durch die Formate, wenn es möglich, nicht eingeschränkt wird beim Schreiben. Genau, dafür gibt es eben auch eine Extension im GeoServer. Genauso wie für CSS. Leute, die schon mal CSS gesehen haben, die können diesen Code links, denke ich, ganz gut erkennen. Das ist einfach nur eine ganz platte, einfache Art und Weise, auch eben den Stil hier festzulegen. Es hat auf jeden Fall eine gute Lesbarkeit, ist sehr kompakt und ja, eine weitere Möglichkeit. Dann haben wir noch das, die Mapbox Styles, MB Style, das ist wiederum JSON basiert. Ich denke mal, das vom Begriff her ist das bei Entwicklern nicht weiter erklärungswürdig, aber für alle anderen kann man auch hier, denke ich, ganz gut eine Leserlichkeit ist auf jeden Fall gewährleistet, das kann man ganz gut erkennen. Und von der Struktur her ist es auch relativ sinnig. Es ist ein bisschen größer als die anderen Formate, wie wir es jetzt gesehen haben, das hat aber auch verschiedene Hintergründe. Mit diesen Mapbox-Styles können nicht nur einzelne Layer im GeoServer gestylt werden, sondern man kann, wenn man möchte, damit komplette Kartenwerke über einen Mapbox-Style stylen. Also ich kann mehrere Layer einbinden, ich kann die unterschiedlich stylen, ich kann sowohl Raster- als auch Vektordaten in so einem Dokument verarbeiten und somit wirklich eine komplette Karte darüber generieren. Diese Spezifikation, die findet sich auch online, die ist wahnsinnig umfangreich und bietet sehr viele Möglichkeiten. Da muss man sich dann schon ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Und ja, das sind jetzt erstmal die verschiedenen Formate, die wir zur Auswahl haben, um im GeoServer zu stylen. Wir bringen dann jetzt mal einfach Beispiele. Wir haben uns mal was rausgepickt. Ein einfaches Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal die Bundesländer von Deutschland, haben als Kriterien die Bevölkerungsdichte, die wir dann klassifizieren. Der Bundeslandname wird eine Rolle spielen, um da auch Unterscheidungen zu treffen und es werden eben noch Labels draufgesetzt. Das ist das Vorhaben in diesem Beispiel gewesen. Dafür haben wir das SLD mal hier sichtbar. Das ist, wie man sehen kann, etwas umfangreicher. Hier wird eine Categorize-Function verwendet, um die Kategorisierung vorzunehmen. Genau, später kommt dann noch eine Ausnahme für Bayern. Das wird nämlich nachher noch speziell gerendert und hier unten kommen die Labels. Insgesamt recht aufgebläht und nicht so ganz übersichtlich, aber eben volle Feature-Unterstützung. Das ist SLD, so ist es bisher immer gewesen. Und es gibt aber eben, wie gesagt, seit längerem auch noch Alternativen. Zum Beispiel exakt dasselbe, in CSS geschrieben, sieht folgendermaßen aus. Also man kann es hier schon am Scrollbalken erkennen. Ne? Es passt fast hier drauf. Es ist deutlich reduziert. Globale Dinge sind hier oben in diesem einfachen Block zusammengefasst. Dann haben wir die Klassifizierung hier als einfache Regel deklariert. Ist schon auf den ersten Blick, denke ich, ganz gut nachvollziehbar, was da passiert und kann man sich sehr gut dran gewöhnen. Also wer mit CSS gut kann, der wird hier wahrscheinlich auch gut mitarbeiten können. Das Ganze als MB-Style sieht an dieser Stelle etwas umfangreicher aus.
ist aber auch nicht so groß wie das SLD. Das hat aber auch den genannten Hintergrund, dass wir hier mit mehr arbeiten können in diesen NB-Styles. Es werden hier zum Beispiel auch Sources deklariert, das können wir hier oben sehen. In der dritten Zeile wird eine Source deklariert, da wird beschrieben, wo kommt die denn eigentlich her. Jetzt werden nämlich hier an der Stelle Vektor-Tiles geladen, die als Datenquelle dienen. Hier könnten aber auch Rasterdaten als Sourcen eingebunden sein. Und die werden dann wiederum unten referenziert. Und hier auch die gleiche Aufgabenstellung. Wir wollen eine Flächenfüllung haben. Und die Kategorisierung erfolgt in diesem Fall eben über sogenannte Stops, wo eben der Wert vorne, der gefiltert werden soll, referenziert ist mit dem Farbwert dahinter. Also es ist eine andere Schreibweise auch. Sie ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen umfangreicher wiederum im Vergleich zu CSS zum Beispiel, hat aber auch noch einige Vorteile im Gepäck, auf die ich gleich auch noch weiter eingehe. Genau, also es können auch Filter deklariert werden, die relativ einfach nachzuvollziehen sind. Also das Feld Gen soll identisch sein mit dem String Bayern und dafür gibt es eine Füllung, die dann die Füllfarbe schwarz hat. Also es ist eigentlich auch ein relativ verständliches Format. Alle diese Formate können dann im Geo-Server gespeichert werden als Stil und können auch angesprochen werden, um eben ein WMS zum Beispiel darzustellen. Ich habe mir hier vorne mal einen Link hingepackt. Gucken, ob das hier klappt. Das sieht gut aus. Also der Datensatz, den wir hier sehen, ist immer der gleiche. Allerdings sind das jetzt die unterschiedlichen Stile dahinter. Auf den ersten Blick kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es irgendwie nicht wirklich einen Unterschied zu erkennen ist. Und das ist sehr gut, weil es wäre eben auch schlecht, wenn wir jetzt sehen können, dass die sich sehr unterschiedlich verhalten würden. Das Ganze soll verdeutlichen, dass das, was in SLD möglich ist, eben auch in den anderen Sprachen machbar ist. Und dass man mit Feature-Einbußen nicht wirklich rechnen muss an der Stelle. Und dass es letzten Endes Geschmackssache ist, welche Sprache Sie wählen, um Ihre Dienste zu stylen. Das bleibt Ihnen überlassen. Also was man sehen kann, ist, dass eben tatsächlich auch Dinge wie die Label-Kollisionen zum Beispiel gut funktionieren, wenn Sie ein bisschen darauf achten, dass beim Reinzoomen werden die Labels pro Bundesland, nehmen die wahrscheinlich auch zu jetzt. Genau, da werden es dann mal 4 statt 2, das ist aber auch bei allen 4 der Fall. Also diese Funktionalitäten, die finden sich überall wieder. Was ein bisschen auffällt, unten rechts im Beispiel, da ist die Schrift anders als in den anderen 3 Beispielen. Das hat den Hintergrund, dass wir da Mapbox-Style verwenden. Auch wie auf der linken Seite. Der Unterschied ist allerdings, dass auf der linken Seite ein WMS gerendert wird. Also es ist eine WMS-Anfrage mit einem Style-Parameter und im Style wird der konkrete MB-Style referenziert. Der Geo-Server nimmt den, rendert das Bild, liefert mir das als WMS aus. Genau das macht er auch bei den oberen beiden. Da wird der WMS angefragt, einmal mit dem SLD, einmal mit dem CSS. Und per GetMap wieder ausgeliefert. Das heißt, der Geo-Server rendert und er rendert auch die Schriften. Warum jetzt hier unten die Schrift anders aussieht, ist ganz einfach. Wir haben hier im letzten Beispiel dann Vektor-Tiles eingebunden. Die werden auf der Client-Seite gerendert. Und die Font, die da verwendet wird, die ist eben jetzt vom Betriebssystem und vom Browser abhängig. Und deshalb sieht die jetzt hier leicht anders aus. Ein weiterer Vorteil, wenn man Vektor-Tiles eben im verwendet und kleinseitiges Rendering verwendet, kann man jetzt ganz gut sehen, denke ich, dass die Labels in allen Beispielen sich jetzt mitgedreht haben, weil es eben einfach nur ein Bild ist aus dem GetMap, während die jetzt hier unten rechts zum Beispiel sind, die Labels mitrotiert worden. Das ist eben ein nettes Feature, das man bei den Vektor-Tiles mitgeschenkt bekommt. Und das ist auch das Tolle, dass man inzwischen wirklich auch eine, ich würde sagen, fast eine Feature-Parity hat. Also wirklich man kann kleinseitig, ebenbürtig stylen, wie man es auch auf Backend-Seite lange Zeit gemacht hat. Die Clients sind inzwischen so performant, dass man damit sehr umfangreiche, anspruchsvolle Kartendienste wirklich im Client rendern kann. Und das hat Vor- und Nachteile.
sowas zu tun. Der Vorteil ist ganz klar, dass man zum Beispiel immer wunderbare Schriften hat. Ne? Man kann die jetzt zum Beispiel mitrotieren lassen oder eben auch nicht. Man hat, das ist eben typisch bei WMS, wenn man den WMS cached und dann eine Anfrage stellt, eine Auflösung, die man nicht im Cache hat, dann werden die Schriften sehr schlecht lesbar oder verzerrt. Solche Probleme sind eben bei Vektordaten einfach nicht vorhanden. Man hat immer ein glasklares Bild und das ist einer von vielen Vorteilen an der Stelle. Und das ist die Stärke auch vom Mapbox-Style. Das ist ein Format, das kann man eben auf der Serverseite nutzen, so wie wir es im linken Beispiel machen. Der Geo-Server nimmt das Dokument, rendert damit die GetMap-Anfrage und schickt mir nur das Bild. Oder ich verwende, wie unten rechts im Beispiel, da wurde eine Open-Layers-Karte gebaut und der Layer wurde auf der Client-Seite mit dem Mapbox-Style-Dokument gestylt. Sie können in den Code davon gucken, das ist auch in den Folien drin. Da kann man das sehen, ich kann es auch mal gerade probieren, ob wir es hier uns mal anschauen können. Dass wir nämlich genau hier wird in dieser Zeile, für die Leute, die das interessiert, hier wird dieses MB-Style-Dokument abgerufen. Es wird dann geparsed, das ist eben JSON und wird dann in diese Bibliothek MB2OL-Style, das ist eine Bibliothek, die Mapbox-Styles in OpenLayer-Styles übersetzt, sodass OpenLayers die dann entsprechend rendern kann. Da wird das einfach übergeben, das generiert dann, also präpariert mir meinen Layer und diesen Layer, diesen Vektor-Tiles-Layer, den kann ich dann der Karte hinzufügen. Die ist mittlerweile auch sehr weit gereift, die Bibliothek, das heißt, da sollten eigentlich also die meisten Dinge, die in Open Layers im Styling möglich sind, die können hier eben auch abgebildet werden. Das heißt, man muss selber da keinen Aufwand mehr betreiben, sondern man kann Mapbox-Style-Dokument eben erstellen und das dann sowohl server- als auch kleinseitig verwenden, je nachdem, was man da für Ansprüche hat. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich zurück zum Vortrag komme. Dies war's nett. Genau, also nochmal zur Zusammenfassung. Optisch sieht das erstmal alles gleich aus. Vom Unterschied her haben wir eben beim SLD die meiste es ist das umfangreichste, die meisten Zeilen eben enthalten. Es wirkt auch insgesamt etwas unübersichtlich und kryptisch und es ist für Leute, die mit XML nicht so vertraut sind, ist das wirklich recht kryptisch. CSS dagegen sehr schmal, sehr kompakt, ist eine schöne Alternative. MB Styles liegen irgendwo dazwischen, liegt daran, dass sie eben auch sehr mächtig sind und viele Dinge da noch mit drin stecken, die für dieses einfache Beispiel jetzt eigentlich nicht wirklich benötigt worden wären. Was nicht dabei ist, ist das YSLD-Format, das habe ich mir jetzt an der Stelle gespart, ist aber absolut auch eine Option, wenn Sie das interessiert. Genau, das hatte ich gerade schon live gezeigt. Dann noch kurz zur Dokumentation. Wenn Sie das interessiert, wenn Sie den Vortrag aufrufen, das sind alles Links, dann können Sie hier die sehr gute GeoServer-Dokumentation zu den verschiedenen Styles sich anschauen. Da ist das wirklich alles sehr schön und im Detail erklärt mit vielen Beispielen. Das Editieren selbst von Styles, das ist auch immer so eine Sache. Da hat sich im GeoServer einiges getan. Der eingebaute Editor, der sonst eigentlich immer nur das SLD angezeigt hat, der war nicht besonders unterstützend, sage ich mal. Da hat sich aber viel getan, also der kann jetzt schon lange validieren und sagen, ob das alles gültig ist und wenn nicht, wo mein Fehler ist. Aber man kann das jetzt sehen, in neueren Versionen gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Ich kann schon beim Stil editieren festlegen, für welchen Layer ich das denn überhaupt machen will, kann das auf mehrere Layer gleichzeitig anwenden. Ich bekomme eine Live-Preview gerendert und kann oben bei Layer Attributes, ich glaube, ich habe es auf der nächsten Folie, genau, da kann ich basierend auf den Daten, die ich da style, mir auch also Listen anzeigen lassen, was denn die Min- und Max-Werte zum Beispiel sind von meinem Attribut, sodass ich eine Idee habe, was denn vernünftige Werte sind und was Grenzwerte sind. Das sind sehr hilfreiche Dinge. Das heißt, dieser Stileditor, der im GeoServer eingebaut ist, der wird immer besser und unterstützt einen auf jeden Fall auch.
Ich hatte allerdings auch Probleme beim Validieren, muss ich zugeben, von CSS. Das hat er mir immer als valide ausgespuckt, obwohl es nicht valide war. Da war irgendwas noch nicht ganz richtig. Aber Bugs sind ja dazu da, um gelöst zu werden. Eine Alternative, die ich zum Ende noch geben wollte, ist der Maputnik. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Es ist ein Online-Editor, um MB-Styles zu generieren. Das Schöne ist eben auch, what you see is what you get. Das heißt, der generiert mir mein MB-Style-Dokument. Ich habe hier aber Oberflächen, um das Ganze zu steuern. Ich kann hier meine Maßstäbe festlegen, in denen ich mich bewegen will. Ich kann meine Filterbedingungen auch eintragen und kann eben hier dynamisch, ich zeige es ganz kurz an einem Beispiel, ich kann hier die Farbe setzen und sehe sofort in der Karte, wie es aussieht. Also das ist dieses What you see is what you get Prinzip. Das ist sehr schön. Den können Sie sich angucken, wenn Sie mit MB-Styles arbeiten wollen, weil der Ihnen auch die Übersicht behält. Weil diese Dokumente können sehr groß werden und der zeigt eben, wie wir hier unten sehen, auch nur gerade den relevanten Teil an, in dem ich mich gerade befinde, den ich links ausgewählt habe. Hilft sehr, die Übersicht zu behalten. Gut, damit komme ich jetzt zum Ende. Müssen wir mal schauen, ob ich hier noch eine Seite zurückkomme. Ja, genau. Dann kommen wir zum Punkt Fragen und Anmerkungen. Das war's. Dankeschön. Ja, auch von uns allen danke. Gibt es denn Fragen? Jetzt hat man ja oft schon umfangreiche SLDs oder sowas erstellt, weil man halt seit Jahren seine Styles weiterpflegt. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise Konvertierungstools, mit denen man es recht einfach übersetzen kann? Ja, also das ist das, was ich vorhin sagte, das ist ganz schön, dass der Geo-Server intern eigentlich alles wieder ins SLD konvertiert, weil das die Sprache ist, auf der alles fußt. Und da dieser Mechanismus eingebaut ist, kann man sich den auch zunutze machen. Und man kann zum Beispiel, wenn man ein SLD im Geo-Server liegen hat, kann man das zumindest über die, über die URL alleine schon, wenn man den konkreten Aufruf gegen das SLD hat, der ja auf .sld endet, meine ich, ist es möglich, dass wenn Sie das auf CSS umschreiben und auch die nötigen Extensions installiert haben, dass er das basierend auf dem SLD konvertiert ins CSS und ihn ausgibt. Das hat vielleicht jemand praktisch auch schon mal ausprobiert. Auf jeden Fall steckt diese Technik im Geo-Server und ich bin mir sicher, dass man die über einen kleinen Trick auch nutzbar hat. Jetzt einen ganz offensichtlichen Weg ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht bewusst. Ja. Okay, ich habe jetzt, hier vorne ist noch eine. Der Mapbox-Style kennt ja auch besondere Elemente, die so ein bisschen aus dem OSM-Bereich herauskommen. Ist diese Übersetzung nach SLD in jedem Fall immer erfolgreich oder sind so relativ hochsprachliche Elemente aus dem MB-Style dann doch nicht im Umfang enthalten? Also der MB-Style ist ja eine Erfindung von Mapbox und die haben das erstmal in erster Linie für ihre Bedürfnisse geschrieben. Und da stecken auch Dinge drin, die zum Beispiel in Open Layers, ich habe ja über diesen Übersetzer gesprochen, die Open Layers gar nicht verwendet oder nutzen kann. Das heißt, ein paar Dinge fallen da immer schon raus. Die ganz grundlegenden Dinge sind aber komplett und vollständig und also mir ist bisher nichts Massives untergekommen, wo ich gesagt hatte, oh, das fehlt, das ist ein No-Go. Also ich würde sagen, lassen Sie es drauf ankommen und Sie haben gute Chancen auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen gesehen. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für den Vortrag.